Beethoven, die 5. Sinfonie. Die ersten Ideen zur 5. Sinfonie in C-Moll notierte sich Beethoven wohl schon im Herbst 1803. Ausführlichere Skizzen schrieb er dann ein Jahr später in sein Skizzenbuch. Und weitere 4 Jahre danach war es endlich soweit. Beethoven vollendete die heute vielleicht berühmteste und meistgespielteste Sinfonie der sogenannten Wiener Klassik. Die Uraufführung der Sinfonie in C-Moll fand 1808 unter recht unglücklichen Umständen statt. Und das Orchester muss ziemlich schlecht gespielt haben. Das jedenfalls würde erklären, warum die Komposition vom Publikum anfangs nur sehr reserviert aufgenommen worden ist. Doch nach dem Druck der Noten sowie einer ganz ausgezeichneten Rezension in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung 1810 durch den Dichter und Komponisten E.T.A. Hoffmann wendete sich das Blatt und der unaufhaltsame Aufstieg der Sinfonie begann.